Hallo. Hallo. Liebe Gemeinde, okay. Ja, ein paar Worte zu mir. Ich bin vorher hauptsächlich fokussiert gewesen auf dokumentarische Arbeiten über Straßenkinder in St. Petersburg oder Wanderarbeiter in China. Diesmal musste ich eine dokumentarische Arbeit dieser Art leider unterbrechen, weil sie auf dem Balkan stattfand und Corona mir einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und ich habe mir dann ein Projekt gesucht, wo die direkten Kontakte zu den Menschen nicht so erforderlich waren. Natürlich sind sie das immer, aber nicht so erforderlich waren. Und habe eine, ja, ich suche selber noch einen Architekturfilm gemacht. Genau, werde euch den jetzt zeigen. Vrn, vrn, wuchtet vor Aschinger auf dem Alex die Dampframme. Sie ist einen Stock hoch und die Schienen haut sie wie nichts in den Boden. Viele Menschen haben Zeit und gucken sich an, wie die Ramme haut. Ein Mann oben zieht immer eine Kette, dann pafft es oben und ratz, hat die Stange eins auf dem Kopf. Zuletzt ist sie weg. Man zieht befriedigt ab. Von Erde bist du gekommen, zur Erde sollst du wieder werden. Wir haben gebaut ein herrliches Haus. Nun geht hier kein Mensch weder rein noch raus. So ist kaputt Rom, Babylon, Ninive, Hannibal, Caesar, alles kaputt. Oh, denkt daran. Diese Städte haben ihren Zweck erfüllt und man kann nun wieder neue Städte bauen. Du jammerst doch nicht über deine alten Hosen, wenn sie morsch und kaputt sind. Du kaufst dir neue. Davon lebt die Welt.
Alexanderplatz murksen und murksen sie weiter. In der Königstraße, Ecke Neue Friedrichstraße, wollen sie über dem Schuhhaus Salamander das Haus abreißen. Daneben das brechen sie schon ab. Die Fahrt unter dem Stadtbogen Alex wird enorm schwierig. Mond über dem Wasser. Greller, blendender am Abend. Glocken läuten. Jetzt hat er einen Revolver. In den Straßen sind Haus bei Haus. Die sind vom Keller bis zum Boden mit Menschen voll. Über den Läden und hinter den Läden sind Wohnungen, hinten kommen noch Höfe, Seitengebäude, Quergebäude, Hinterhäuser, Gartenhäuser. Linienstraße. Das ist das Haus, wo sich Franz Bieberkopf verkrochen hat. Inzwischen wird er weiter in den Kneipen frühstücken und auf seine Weise den Himmel über dem Alexanderplatz loben. Aber dann glitten seine Blicke im Ruck die Häuserfronten hoch, prüften die Häuserfronten, versicherten sich, dass sie stillstanden und sich nicht regten. Trotzdem eigentlich so ein Haus viele Fenster hat und sich leicht vornüberbeugen kann. Das kann auf die Dächer übergehen, die Dächer mit sich ziehen. Sie können schwanken, zu schwanken können sie anfangen, zu schaukeln, zu schütteln, rutschen können die Dächer wie ein Hut vom Kopf. Das ist der Sturm, der kommt mit Trommeln und Flöten. Jetzt liegt er oben über dem Wald, jetzt lässt er sich runter. Wenn es heult, ist er unten. Es ist Nacht. Der Wald steht ruhig, Baum neben Baum. Sie stehen wie eine Herde zusammen. Wenn sie so dicht zusammenstehen, kommt der Sturm nicht so leicht an sie ran. Nur die Außen müssen dran glauben und die Schwachen. Es fängt wieder an. Er ist jetzt da. Er ist jetzt oben und unten und ringsherum. Gelbrotes Licht am Himmel und wieder Nacht. Gelbrotes Licht. Nacht. Das Winseln und Pfeifen wird stärker. Die am Rand sind, wissen, was ihnen bevorsteht. Die winseln und die Gräser. Aber die können sich biegen. Die können flattern. Aber was können die Bäume? Die Bäume heulen und schaukeln sich, es prasselt. Sie brechen, es knattert, wumm. Es geht ans Leben, stürzende Gewichte, wumm, wumm. Das Mieterschutzgesetz ist ein Fetzen Papier.
Die Mieten steigen ständig. Der gewerbliche Mittelstand wird aufs Pflaster gesetzt. Der Gerichtsvollzieher hält reiche Ernte. Sie haben sie seziert. In die Erde getan in der Landsberger Allee. 3 Meter unter der Erde. Da liegt sie unten. Schon 5 Jahre waagrecht auf dem Rücken. Die Holzbretter faulen an. Sie zerfließt in Jauche, sie. Die einmal in Treptow im Paradiesgarten mit Franz getanzt hat. In weißen Segelschuhen, die geliebt und sich herumgetrieben hat. Sie hält ganz still. Und ist nicht mehr da. Nächste Station, Alexanderplatz. Übergang zu den U-Bahn-Linien 2, 5, 8 und zum Regionalverkehr. Achtung, Türen können automatisch öffnen. Zuerst der Alex. Den gibt's ja noch immer. Zu sehen ist an dem nichts. War ja auch eine furchtbare Kälte den ganzen Winter. Da haben sie nicht gearbeitet und alles gelassen, wie es stand. Die große Ramme steht jetzt am Georgenkirchplatz. Da buddeln sie den Schutt vom Kaufhaus Hahn aus. Viele Schienen haben sie da eingekloppt. Vielleicht wird's ein Bahnhof. Thank you.
einleitende Worte von mir und dann können wir ja gerne, dann bin ich ziemlich gespannt darauf, was ihr dazu sagt. Also, der Berliner Alexanderplatz, wie ihr ja nach der umfangreichen Lektüre schon bestens Bescheid wisst, ist eine Megabaustelle. Zuerst natürlich von vor circa 100 Jahren, als die U-Bahn fertiggestellt wurde auf dem Alexanderplatz. Heute sind es ist es ein Ensemble von Hochhäusern, was dort entstehen soll. Und es sind fiktive Elemente, nämlich die von Franz Bieberkopf aus dem Großstadtroman Berlin Alexanderplatz, die die heutigen Aufnahmen unterlegen. Und so aufregend, wie das klingt, nach wie vor gilt am Alexanderplatz murksen und murksen sie weiter. Das ist der, so würde ich den gegenwärtigen Zustand nach wie vor beschreiben. Da hat sich nicht viel geändert. Dann sind natürlich die abgebildeten Aufnahmen sind untrennbar von den fiktiven Elementen damit verbunden. Also, eine Astronautin läuft auf den Alexanderplatz zu, der Fernsehturm wird er tatsächlich, wie angedeutet, in sich zusammenfallen, dem Sturm zum Opfer fallen und stirbt die Schauspielerin in dem Remake von dem Berlin der 20er Jahre. Kommen viele fiktive Elemente kommen zusammen, auch solche, die sich weder alleine aus dem Bildmaterial noch alleine aus dem Tonmaterial ergeben hätten. Und dann ist es so, dass die Baustelle selber als mediale Inszenierung erscheint. Also der Baukörper wird mit Hilfe von farblich wechselnder LED-Beleuchtung zum Leuchtkörper, der über den ganzen Alexanderplatz hinweg sichtbar ist. Die Bühne scheint auf den Alex überzugreifen. Und was ist jetzt eigentlich illusionär? Ich beziehe mich darauf, dass 2015, wie ihr ja auch schon gelesen habt, der Gebäudekomplex von einer Gruppe von Künstlern und Künstlerinnen begangen wurde, die große, großflächige Transparente rausgehangen haben und die eigentlich auf einer Illusion beruhen. Also es wurde vorgegeben, die Stadt Berlin hätte sich jetzt tatsächlich dazu entschieden, das Hochhaus nicht länger verfallen zu lassen, sondern in einem gemeinnützigen Sinne zu nutzen. Und darauf und diese Aktion hat letztendlich das Haus der Statistik aus dem Verfall erweckt und in den öffentlichen Diskurs zurückgebracht. Soweit vielleicht erstmal. Ja, unbedingt, Ingo. Ingo! Ja, erstmal vielen herzlichen Dank für den sehr stimmungsvollen Eindruck dessen, was wir gesehen haben. Fotografie und Film, auch wenn sie relativ nah beieinander liegen, haben natürlich ganz unterschiedliche dramaturgische Momente. Wie geht man damit um? Du
stellt sich also jetzt weniger halt einfach in den Kontext von Fotografie, sondern eher von Film. Und danach müsste man jetzt im Grunde genommen irgendwie reden. Deswegen meine erste Frage, ist das ein Material, was sozusagen als so im ersten Moment als visuelles Brainstorming produziert worden ist? Das heißt also, es gab kein Storyboard, sondern erstmal die unterschiedlichsten Eindrücke, die Tatsache, ich war an Ort, ich hatte technische Möglichkeiten, ich habe erstmal die Dinge in gewisser Weise aufgenommen und dann später halt einfach kam die Idee und natürlich der Schnitt, die Montage, das macht ja letztendlich auch Film aus. Vielleicht kannst du noch mal etwas über deine Produktionsweise irgendwie sagen. Also tatsächlich bin ich, ist das Haus der Statistik direkt am Alexanderplatz, ist mir schon immer ins Auge gefallen, als mitten in der Stadt steht so ein komplexer, so ein Hochhauskomplex steht komplett leer. Wer könnte da drin wohnen? Ich glaube, es gibt viele Beispiele, es gibt andere Länder, wo dann Familien in solche leerstehenden Hochhäuser einziehen. Die hatte ich eher nicht gedacht. Ich dachte, ja, bestimmt Drogis gehen dort ein und aus. Tatsächlich war es dann aber hauptsächlich die Partyszene, die diesen Ort genutzt hat und das nachher auf YouTube gepostet hat, wie toll sie Party gemacht haben. Ich selber bin mit der Fotokamera ganz oft darum gelaufen. Danke. Also ich war nicht Spider-Man und habe mich nicht klettern getraut. Ich habe das nachher, kam mir das als Medium, dass die Drohne sich mir einen ganz ausgezeichneten Zugang verschaffen kann. Genau, und habe die dann als Medium genutzt. Storyboard, leider war ich da noch nicht so weit. Ich habe erstmal angefangen zu sammeln, also Material zu sammeln. In welchem Genre hast du dann letztendlich gedacht? Hast du zuerst irgendwie gedacht, ich denke im Kunstfilm, das heißt, ich setze die Dinge irgendwie zusammen. Wir haben ja keine Interviews, die man hätte auch machen können, die man reinschneidet. Du hast also dann entschieden, eigentlich einen literarischen Text irgendwie aneinander zu fügen. Also das heißt, heute haben wir ja die Möglichkeit, wir gehen mit einer Kamera, mit einer Fotokamera auf Pirsch, haben aber gleichzeitig die Funktion, die Fotokamera umzustellen, halt einfach auf Filmmodus. Wann ist dir im Prinzip irgendwann die Idee gekommen, dass du sagst, das stille Bild kann das nicht mehr einfangen, ich muss es halt einfach als Bewegtbild erfassen? Ich glaube, es war eher so die Dynamik von, das gibt es ja schon eine Weile nicht, danke, schon eine Weile nicht mehr, so diese MTV-Speed, der hat mich so am ehesten irgendwie gepackt, dass ich mir dachte, wow, so will ich mich dem auch annähern. Mhm. Allerdings musste ich mir dann natürlich auch schon näher überlegen, der Speed allein macht's nicht. Irgendwann irgendwann könnte ich einen Clip machen und plötzlich stürzen sich GSG-9 Leute, seilen sich von der Frontfassade ab. Ich wollte dann schon mehr auch Soziales damit verbinden. Ich meine, in dem professionellen Umfeld von, ich sage mal in Anführungsstriche, kommerziell arbeitenden Fotografen, wird ja heute meistens neben den sogenannten stillen Bildern, Serien, auch natürlich Film für die unterschiedlichen sozialen Netzwerke erwartet. Also man ist nicht nur eben halt Fotograf, sondern auch Filmer. In dem Bereich irgendwie des Journalistischen, wo du unterwegs bist, ist es
auch. Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel eben halt, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen, ihr mitbekommen hat, eine ukrainische Künstlerin, Ostkreuz-Mitglied, Mila Teschereva, hat also nicht, hat einen Film gemacht, der jetzt auch über Butscha, der dann letztendlich sogar, glaube ich, auch eine Lola irgendwie bekommen hat, also sehr hoch ausgezeichnet worden ist als Dokumentarfilm. Was mich letztendlich so interessiert, und vielleicht interessiert euch das auch, ist, irgendwann hat mal Rosa von Braunheim, wo ich eine Regieassistenz irgendwie gemacht habe, gesagt, Ingo, du denkst nicht filmisch. Ja? Das war eigentlich eine Watsche. Ich denke nicht filmisch, obwohl ich Film studiert hatte, aber er hat gesagt, ich denke nicht filmisch. Und das hat mir sehr viel in irgendeiner Weise zu denken da. Auch das filmische Denken muss man irgendwie erlernen. Also wie kannst du da etwas über deine Erfahrungen oder aber auch deine Hürden, deine Herausforderungen irgendwie erzählen, dass man so ungefähr verstehen kann, wohin eigentlich die Reise geht und wie das Produkt, wie es jetzt aussieht, eben halt genauso aussehen muss. Also ich glaube, ich befürchte, ich denke auch nicht filmisch. Da komme ich, glaube ich, nicht herum. Also gewissermaßen in Bewegungen, in Achsen zu denken und weniger in stehenden Bildern, von denen ich ja doch einige eingebaut habe. Also ich habe mich auch sehr schwer getan bei der Annäherung, auch an das Medium und daraus dann auch einen Film zu machen. Gut, kann ich jetzt auch nur so stehen zu lassen. Ich glaube, was wesentlich war, war nachher der Umgang mit Ton und Bild. Und die Spannungen, die sich daraus ergeben, das fand ich spannend und aufregend. Also gerne jetzt irgendwie ins Publikum. Das Thema Berlin ist so, wie es ist. Berlin ist niemals im Sein, sondern immer im Werden. Also insofern, jemand, der also in Berlin lebt, lebt eigentlich mit diesen Baustellen. Ja, und wenn gar keine wären, wäre ich sehr skeptisch. Aber ich würde gerne, Wolfgang schläft gerade. Ja, ist immer so, wenn plötzlich auf einmal vom Fotografischen ins Kino geht und es dunkel ist, dann muss man aufpassen. Aber hat jemand von euch Erfahrungen halt einfach zwischen Film und Foto gemacht? Aber vielleicht könnt ihr euch das mal kurz überlegen, aber Boris natürlich jetzt. Ich möchte ein Kompliment aussprechen. Ich habe ja hier das Vergnügen gehabt, Kopfhörer benutzen zu können. Und der Ton ist super. Ja, der ist knackig, wie du dann wirklich die Straßengeräusche vermischst mit dem Ton von den Performances und den Bildern. Das ist nochmal eine Kunst für sich. Ne? Also der Sprung vom Standbild zum Bewegtbild ist eins, aber selbst wenn ich das schaffe, heißt es ja überhaupt nicht, dass ich ein musikalisches Gefühl habe, mit Ton umzugehen. Und das hast du und das wollte ich nur sagen. Super. Dankeschön. Deswegen sind solche Projektionen immer gut, wenn man 4K hat. Aber habt ihr Erfahrungen in dem Wechsel zwischen Fotografie, bevor du jetzt als Theoretiker anfängst, wollte ich ganz gerne die Praktiker irgendwie haben. Habt ihr Erfahrungen und wie geht ihr um mit den Dingen? Vielleicht könnt ihr vielleicht ein paar Statements dazu abgeben? Ute, da gibt es... Dann geht es zu Wolfram, obwohl Wolfram zuerst war, aber er war zögerlich, deswegen gebe ich es jetzt erstmal Christian. Vielleicht eine ganz kurze eigene Erfahrung dazu. Ich habe das natürlich auch probiert, Bewegtbild aufzunehmen und habe gemerkt, dass mein Hirn sich damit sehr, sehr schwer tut. Wenn ich ins Fotografieren eintauche, dann stecke ich da so tief drin, dass das andere Denken, was szenische Abläufe betrifft, nicht gleichzeitig machbar ist. Also ich müsste die Fotografie ganz aktiv zur Seite stellen, auf Pause drücken, um dann ins Bewegtbild einzutauchen. Für mich persönlich. Ich weiß, dass es Leute gibt, die das können, aber mir ist das echt schwer gefallen. Das geht mir genauso, ich darf kurz das mal unterstützen, geht mir absolut genauso. Also dieses, ach mal kurz den Schalter umswitchen und jetzt mache ich doch den Film, das
hat bei mir, ich habe mir es vorgenommen, dann auch noch Standbilder von mir mit der Drohne etc. Diese fotografische Logik, die vereinnahmt auch, also geht mir auch so. Jetzt hast du ja auch sehr, sehr viele, bist sehr journalistisch unterwegs, du hast ein Ziel, du willst ein bestimmtes Thema irgendwie erarbeiten. Ist es dir, oder vielleicht auch an euch die Frage, ist es euch manchmal auch so ergangen, dass man sagt, es gibt bestimmte Themen, die kann man eigentlich heute fotografisch gar nicht mehr irgendwie fassen. Man muss eigentlich einen Film machen, weil man diese unterschiedlichen Emotionalitäten, die einfach irgendwie vorherrschen, und natürlich eben halt Sprache, Musik, Geräusche, die Bilder, die wechseln, Schuss gegen Schuss, dass das viel, viel besser ist. Also hast du manchmal das Gefühl, das Thema geht eigentlich nur mit Film? Habt ihr das, die so unterwegs sind eigentlich auch? Also ich hätte das, es ist mir, am Anfang war ich mit der Kamera dort. Mir ist es fotografisch nicht gelungen, quasi Architekturfotografie zu machen. Das ist dann, okay, man kann sagen, Berlin ist eine relativ großzügig gebaute Stadt mit... vielen weiten Blickachsen. Am Ende stehe ich doch davor und habe diese verdammten stürzenden Linien im Bild, obwohl ich sie überhaupt nicht dort haben will. Und das war auch ein Motiv für mich, das Problem zu lösen, indem ich auf Sichthöhe gehe. Ja. Es ist immer verrückt, ich weiß nicht, ob ihr Besucher der Berlinale seid. Es gibt natürlich verschiedene Sektionen, Dokumentarfilm, also 10 Tage, wenn man will, 4 Dokumentarfilme am einen Tag. Und man wird richtig reingesogen in diese unterschiedlichsten Kosmen, die einfach vorherrschen. Ich frage mich manchmal so, habe ich diese gleiche Intensität, wenn ich zum Beispiel auf ein Festival bin und von einer Ausstellung zur anderen gehe? Sicherlich auch, aber dieser Moment, gemeinsam zusammen im Kino zu sitzen, nebeneinander das Geräusch des Nachbarn, der Nachbarn irgendwie zu hören, die Emotionen irgendwie so wahrzunehmen und in gewisser Weise innerhalb anderthalb Stunden, 90 Minuten, das läuft ja unter der Kategorie Kurzfilm, aber gepackt zu werden und einfach mitgenommen zu werden. Und dann gehst du aus dem dunklen Kinosaal in diese Welt und bist sozusagen manchmal ein Stückchen weiter als jetzt, sagen wir mal, bei einer fotografischen Ausstellung. Das muss ich sagen, weil ich eigentlich nur fotografische Ausstellungen irgendwie mache. Aber das ist irgendwie schon sehr intensiv, was eigentlich Film irgendwie so ausprobiert. Jetzt kommt Herr Janser. Lange dafür gebraucht, dass er nachdenkt und jetzt spricht. Ich kann nicht sagen, dass ich jetzt großer Spezialist für Film wäre. Ich kann nicht sagen. Okay, ich kann nicht behaupten. Nicht so reinsprechen. Okay, ich weiß Schlotzen, aber dann kann ich nicht sprechen. Das ist das Problem. Okay, also mich hat... Die ersten paar Minuten hat mich fasziniert, weil es eine sehr fotografische Form des Filmens war. Diese erste, wo du über diesen Boden mit diesem Licht, und da habe ich gedacht, boah, mal schauen, was da jetzt noch alles kommt. Ich habe aber das Gefühl, dass du diese Sache nachher ein Stück verloren hast, durch deine Drohnenflüge von innen, wahrscheinlich von außen rein oder von innen raus. Das waren mir Dinge einfach zu langatmig in einigem. Wenn ihr den wunderschönen Blog von Corinna über Zielke gelesen oder gehört habt, Zielke hatte zum Ziel, einen fotografischen Film zu machen, vielmehr einen Film aus mit fotografischem Bild. Fotofilm, also das könnte ein Vorbild sein. Und wenn ich dann noch weitergehe, wenn ich Chris Marker anschaue mit seinen Filmen, die nur aus Standbildern bestehen, über eine Rhythmisierung, dann bin ich irgendwo wirklich mitten in der Fotografie. Und ich glaube, du
könntest, weiß es nicht, was man mitmachen kann, aber auf jeden Fall das Material irgendwo reduzieren. Für mich ist es zu langatmig in manchen Dingen und zu wenig dicht. Also nur als... Also wir sind ja jetzt an dem Punkt der Kritik und den Kritik, den Punkt würde ich jetzt gerne nochmal aufnehmen. Wenn ich darf, man merkt dem Film an, dass es sich in irgendeiner Form dokumentarisch irgendwie so versucht zu verorten, einen Ort zu beschreiben, aber letztendlich verliert man sich, weil ich die Haltung des Regisseurs beziehungsweise eigentlich am Ende wissen will, was ist am Ende eigentlich sozusagen der Ausblick. Ich vermisse dich, weil ich glaube, du bist ja in deinen Fotografien permanent halt einfach irgendwie auch vorhanden, welchen Ausschnitt du wählst. Aber klar, also diese Art der Drohnenflüge, die sind natürlich faszinierend. Ne? Man geht also von innen nach außen, dann fliegt man irgendwie im Prinzip irgendwie weg. Sehr, sehr schön halt einfach diese eine Taube, die auf diese Drohne zufliegt, aber dann sie sieht und dann irgendwie runtertaucht. Ja? Das sind so Momente, die ich finde. Aber zum Beispiel, ich erkenne nicht, was ist dein Verhältnis zu diesen Menschen, denen du da begegnest? Was ist das eigentlich? Ne? Wo ist jetzt auch die Subjektivität der Kamera? Und wahrscheinlich ist der Drohnenflug an sich eigentlich der absolute Kontrast, weil es sich plötzlich natürlich so ästhetisch irgendwie offenbart in einer Form, wo man sagt, wow, aber eigentlich, gut, Fast and Furious Gucker wissen, dass man da eigentlich noch andere Kameraeinstellungen bekommt. Aber ich glaube, der wesentliche Punkt ist, ich vermisse deine Haltung in diesem Stück und es wird nochmal verstärkt, weil du Alfred Döblin nimmst. So, warum nicht eben halt Wolfgang Müller? Im Off. Hä? Was sagst du? Ja, natürlich, Alfred Döblin passt immer zu Berlin, das muss man nicht. Mikro, Entschuldigung. Können wir kurz das Mikro? Sorry. Ja, nee, ist doch gut. Darum sind wir ja hier. Danke, ich würde nur sagen, zum Döblin-Text, zu den Ausschnitten, aber auch zum gesamten Text, hat dieser Film doch den passenden Rhythmus, samt dem Drohnenflug. Also das ist etwas... Das ist etwas, was sehr gut zusammenspielt und ich fand vor allen Dingen auch die Montage sehr interessant. Also wie Bewegung aufgegriffen wird und dieses tänzerische Moment, was noch drüber gelegt wird, ne, durch die Tanzgruppe, das gibt doch diesem Film etwas ganz Besonderes, was wiederum sehr schön mit Döblin korrespondiert, mit seiner Sprache, mit der Art, wie der Protagonist ins Schlingern gerät. Das passt alles, finde ich, sehr, sehr schön zusammen. Mit einem anderen Text wäre das ein völlig anderer Film, weil gerade das ist meiner Ansicht nach das Spannende an diesem Film. Also ich finde ihn so, wie er ist, richtig toll. Döblin-Film, wunderbar. Schau, das sind doch gut Meinungen, die da sind. Gibt es weitere positive Meinungen? Jetzt muss ich glauben... Ne? Aber jetzt ist irgendwie Herr Scheidle... Wolfgang Scheidle. Genau. Ich möchte gratulieren. Es ist doch, glaube ich, dein Debütwerk im Film, ne? Also, da kannst du das super. Ich gratuliere dir. Ist da noch viel Potenzial? Also, ich möchte. Nein. Also, ja, ich rede zum Teil natürlich auch von mir. Ich bin Fotograf und ich habe aber eigentlich immer in meinen freien künstlerischen Arbeiten in Serien gearbeitet. Ich sehe auch immer Serien und ich sehe auch bewegte Bilder, ich sehe auch Filme, ich sehe auch Themen, die ich als Film bearbeiten will und seit ungefähr 1,5, 2 Jahren beschäftigt mich das so, dass ich auch selber Experimente mache. Wenn ihr heute zu meinem Vortrag um 17 Uhr kommt, könnt ihr am Ende des Vortrags ein Beispiel sehen. Also... Dir herzlichen Dank und ich hoffe, wir sehen uns dann heute um 17 Uhr. Not.
Eine Frage. Es gibt ja zwei Spielfilme von Berlin Alexanderplatz. Einen mit Heinrich George, ein uralter Film. Und dann ein Fassbinder mit Günter Lamprecht. Genau. Gibt es da irgendwie, haben Sie sich da irgendwie von diesen Filmmontagen, Filmschnitten, es wurden ja auch immer diese Nebengeräusche bei Fassbinder mit eingeflossen, sich irgendwie inspirieren lassen oder sich überhaupt mal auseinandergesetzt? Sag jetzt mal. Dann. Natürlich habe ich Also der Fassbinder hat sich mir noch, den habe ich noch nicht gesehen. Natürlich habe ich den unlängst veröffentlichten, vielleicht vor 2 Jahren, hat ein aus Afghanistan stammender Regisseur hat sich dieses Stoffes mit einem Migranten angenommen. Den habe ich natürlich gesehen. Ob er mich beeinflusst hat, ich hatte manche Aufnahmen haben sich gerade, wie er über den Alexanderplatz geht, haben sich mir eingeprägt. Aber ich glaube, letztendlich ist jeder dann doch für sich alleine, weil es ergibt sich ja aus bestimmten Notwendigkeiten, warum ist es am Alexanderplatz so schwierig zu filmen, da gibt es eine Polizeiwache, für die Drohne bräuchte ich endlos viele Genehmigungen, also es hat meistens dann auch so eigene Dynamiken, weswegen du das zwar zur Kenntnis nimmst, was machen andere und das auch gut oder auch schlimm findest, aber mit dem Beeinflussen ist, glaube ich, schwierig. Eine Frage. Könnte man sich vorstellen, diesen Film auch wiederum umzusetzen, zurück zu konvertieren in Standbildern? Weil es gab einige Aufnahmen, wo ich sagte, boah, das könnte ich mir auch so als Einzelbild wunderbar vorstellen. Also technisch ist das machbar, aber mich selber hat es jetzt nicht dazu genötigt, also ich habe da keine Perspektive drin gesehen. Eigentlich hat mir die Bewegung, fand ich, hat mich mehr in Bann gezogen. Wenn du aber eine Idee hast, da würde ich gerne was, glaube ich, ist das durchaus, würde dem nichts im Wege stehen. Unsere letzte. Okay. Ja, Ingo, ich würde auch widersprechen, irgendwie, dass ich sage, dass ich da, mache ich immer gerne, irgendwie so, dass ich da Wolfgang jetzt nicht drin sehe, irgendwie so, weil ich glaube, dass gerade irgendwie diese Mischung, diese eigene persönliche Welt irgendwie von Berlin, eben in so einer Art Verfremdung irgendwie auch zu sehen, passt, glaube ich, zu dir, weil du bist ja für deine fotografischen Arbeiten irgendwie weit weggereist, weil irgendwie der Punkt ist irgendwie deine direkte Umgebung hier, der bist ja eigentlich auch immer mehr oder weniger ein bisschen entflohen mit deinen Fotografien, auch hast du ja selbst auch so beschrieben, von daher finde ich schon konsequent irgendwie auch hier so eine Mischung zu schaffen, die eigene Welt irgendwie in Berlin irgendwie in so eine Mischung von Kulisse irgendwie so durch diese Kamerafahrten, wird es ja fast wie so eine verfremdete Kulisse von mir, sehr distanziert irgendwie auch und dann immer die Einblicke irgendwie so in die Menschen, denen man begegnet, aber auch nicht irgendwie zu nah kommt irgendwie so. Ich glaube, dass das schon irgendwie sehr gut zusammenpasst und dann natürlich auch noch die historische Ebene, diesen Text dazu zu fügen. Von daher finde ich gerade diese Mischung aus irgendwie Annäherung an die Person, aber gleichzeitig diese Welt als irgendwie so eine ferne, eigenartige Kulisse zu sehen in diesen Kamerafahrten, schon sehr wichtig und dass da irgendwie gerade dieser Fotofilm schon in einer besonderen Art verwendet wird, dass es ja schon irgendwie auch oft Bilder sind, die du schaffst, fotografische Bilder, aber diese Kamerafahrten und dieses Bewegtbild, so eine eigenartige Form irgendwie der subjektiven Interpretation dieses Stadtraums liefert irgendwie so, in der ich dich schon drin sehe. Also
bitte, bitte weitermachen, weiter Filme, auch ihr alle Filme machen, damit wir auch vielleicht in 5 Jahren aus der Deutschen Fotografischen Akademie die Deutsche Filmisch-Fotografische Akademie machen können, weil es gehört letztendlich dazu. Und dann kommen wir meinem Traum auch relativ nahe, dann vielleicht doch irgendwann mal auch einen großen Preis und eine Gala irgendwie mit der Akademie zu machen. Also vielen, vielen herzlichen Dank für den Film, Wolfgang Müller, wunderbar. Danke. Merci.